dass Sex so omnipräsent hier ist und also nicht nur hier, aber es ist sehr sinnbildlich hier, würde ich sagen, führt halt schnell dazu, dass ich mich total falsch fühle, weil ich mich gar nicht damit irgendwie identifizieren kann. Das gehört irgendwie nicht zu mir. Ich habe nie das Ziel gehabt, oh, ich muss jetzt meine Jungfräulichkeit verlieren, ich muss das erste Mal Sex haben. So, das war für mich gar kein Thema. Und ich glaube, dass das normalerweise in der Jugend ein sehr großes Thema ist. Das sind so Punkte, wo ich merke, oh, da war tatsächlich bei mir irgendwie was ganz anderes. Das führt schnell dazu, dass ich mich frage, was falsch mit mir ist, weil ich mit diesem Teil der Gesellschaft irgendwie so gar nichts gemeinsam habe. Ich bin Julia, ich bin 27 Jahre alt und ich identifiziere mich als asexuell. Ich glaube schon, dass als ich jünger war, ich irgendwann gemerkt habe in der Schulzeit, dass es irgendwie immer mehr darum ging, Jungs, und irgendwann wurden auch Sexgeschichten erzählt. 8., 9. Klasse ist ja da, wo viele Jugendliche anfangen, dann so sexuell aktiv zu werden oder sich zu interessieren. Habe ich das schon erlebt, dass ich mal in der Klasse saß und vor mir zwei Mädchen angefangen haben, Geschichten zu erzählen wie, oh, und da hat er mir den Rücken zerkratzt und das war richtig geil. Und ich saß da und dachte so, hä? Was zur Hölle passiert denn jetzt? Ich habe ehrlich gesagt in der Schule immer gedacht, ich bin ja viel cooler als alle anderen, weil mir das alles so egal ist und ich bin ja so erwachsen und so reif, was natürlich nichts miteinander zu tun hat, aber das war eher so mein Mindset. Wenn ich jetzt zurückdenke so an meine ersten Erfahrungen, auch an meine Jugend, als ich so begonnen habe, mich überhaupt mit Sexualität zu beschäftigen, würde ich schon behaupten, dass ich immer asexuell war und das einfach nicht wusste. Durch Beziehung kam das erst, dass ich das alles hinterfragt habe und jetzt einen Namen dafür habe, was bei mir anders ist als bei anderen. In Beziehungen war schon so, dass ich mir auch wahnsinnig viel Druck gemacht habe. Ich habe immer wieder versucht, eine Quote zu erfüllen, immer wieder versucht, eine gute Freundin zu sein. Und das hatte gar nicht immer was mit den Partnern zu tun, sondern auch ganz, ganz doll mit mir, weil ich immer dachte, das gehört dazu, ich muss das jetzt tun. Ich weiß nicht, wann genau ich das erste Mal angesprochen habe, aber es war, glaube ich, gefühlt von Anfang an ein Thema. Und es war auch immer der Hauptstreitpunkt. Weil viele Menschen, wenn man sagt, ich finde dich sexuell nicht anziehend, nur hören, du bist hässlich. Obwohl das nicht die Aussage ist, die dahinter steht. Man sieht es natürlich auch überall in den Medien. In jeder Rom-Com haben die irgendwann Sex und Vögeln. Oder auch in Songs oder was auch immer, denkt man, das gehört dazu und das ist normal. Und wenn einem niemand sagt, nee, ehrlich gesagt, du kannst das machen, musst du aber nicht, kommt man darauf ja nicht. Weil es wird so als der Teil des Menschseins ja auch verkauft. Auf der Reeperbahn in Hamburg. Ich finde, an diesem Ort wird auch relativ deutlich, was für einen hohen Stellenwert Sex in unserer Gesellschaft hat. Und das wiederum finde ich eigentlich total absurd und fast amüsant, weil Menschen so sehr danach gieren, alles danach ausrichten, dafür einkaufen gehen, dafür in Clubs gehen, jedes Wochenende feiern gehen, um eine neue Person zu finden, mit der sie Sex haben wollen. Und ich stehe daneben und denke mir so, nee, das ist mir viel zu viel Aufwand, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich finde, diese Omnipräsenz von Sex ist zwar für Ace-People besonders schwierig und anstrengend, weil man ständig mit etwas konfrontiert wird, was nicht zu einem passt und man mit diesem gesellschaftlichen Druck konfrontiert wird. Ich muss das erfüllen, ich muss das tun, das ist normal, das gehört dazu, jeder will das. Es kann aber auch für Menschen schwierig sein, die vielleicht einfach schlechte sexuelle Erfahrungen gemacht haben und sich deswegen mit dem Thema aktuell nicht auseinandersetzen, die immer wieder daran erinnert werden, dass unsere Gesellschaft einfach nur aus Sex besteht. Es führt schnell dazu, dass man denkt, wenn ich das nicht will, bin ich überhaupt noch Teil der Gesellschaft. Sexualität hat sich für mich wie eine Aufgabe angefühlt, wie so eine Haushaltsaufgabe. Heute machst du mal die Spülmaschine sauber und morgen haben wir dann Sex. Also total rational. Also ich bin da rangegangen wie so ein Putzplan und nicht mit einem, oh, das macht Spaß und das hätte ich gerne. Als es mir so besonders schlecht ging, war ich ziemlich zerfressen von Schuldgefühlen, von einem Minderwertigkeitsgefühl. Also ich war sehr traurig, ich war auch so ein bisschen Richtung depressive Symptome. Es ging so weit, dass ich teilweise auch hinterfragt habe, was mache ich hier eigentlich, wenn ich sozusagen das in einer Partnerschaft nicht mal bieten kann. Wofür bin ich dann überhaupt hier? Nachdem die Phase war, wo es mir so sehr schlecht ging, habe ich immer mehr versucht herauszufinden, was ist da mit mir, was ist da los. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich darauf gekommen bin, aber ich bin irgendwie über den Begriff asexuell gestolpert und habe halt die Definition gelesen, dass es was mit sexueller Anziehung zu tun hat und habe dann sofort gedacht, oh,
das bin ich. Ich bin nicht kaputt. Es gibt andere, denen geht es einfach absolut genauso. Also ich habe mich so richtig empowered gefühlt. Das war eine sehr heilende Erfahrung. Ich habe mich richtig gefreut und habe auch so ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Es gab bestimmt auch Momente, wo ich geweint habe, weil ich einfach die Erleichterung gespürt habe von, da fällt mir so zentnerschwere Steine von den Schultern, die mir immer das Gefühl gaben, ich bin schuld. Und dann hatte ich immer mehr das Gefühl so, ich bin nicht schuld, ich bin voll okay, ich bin halt queer, ich bin halt anders. Ich tanze seit 10 Jahren, also mit 16, 17 habe ich angefangen und das war von Anfang an irgendwie eine Passion für mich. Also ich habe mich da total wie ich selber gefühlt. Seitdem ist das ein total wichtiger Teil in meinem Leben, das immer wieder zu machen. Wenn Musik angeht, tanze ich so vor mich hin und dann geht es mir einfach besser. Was ich wichtig finde beim Tanzen zu zeigen, vor allem jetzt vielleicht auch in Verbindung mit meiner sexuellen Orientierung, ist, dass Asexualität nichts mit Prüde zu tun hat und dass ich einen Tanz auch mit jemandem fühlen kann, ohne dass das so was führen soll. Also ich kann jemandem Blicke zuwerfen oder jemanden anfassen, ohne dass ich jetzt gerade will, dass sich daraus irgendetwas entwickelt. You make it look like it's magic. Oh yeah. I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Tanzen kann schon eine erotische Komponente haben. Das ist dann aber halt, wenn man sowieso mit der Person halt irgendwie vibet. Weil ich mache einfach Tanzen, einfach, weil ich Bock habe, mich zu bewegen, weil ich Bock habe, Sport zu machen und so weiter. Und wenn ich eine Frau neu kennenlerne, die ich nicht kenne, so, dann steht das vielleicht auch schon irgendwo im Raum. Hey, ich finde die Person interessant, möchte ich vielleicht mehr kennenlernen. Gibt auch solches und solches Tanzen, ne? Ja. Gibt Tanzen und dann gibt es Leute, wo man denkt, nehmt euch ein Zimmer. Aber das kann halt auch Show sein. Also, ne, also es gibt ja auch einfach Tanzpartner. Machen wir ja auch. Also ne, wir werfen uns auch Blöcke möglicherweise zu, wo andere denken können, oh, was ist denn da los? Oder Thais fasst mich auch an und so. Und dann könnten andere auch denken, irgendwas läuft da. Aber ist halt nicht so. Wir fühlen einfach den Tanz. Ich weiß gar nicht, ob mir das so wichtig war, mich vor Thais zu outen. Ich habe das irgendwann getan, aber wir kannten uns ja schon lange vorher. Und es stand sowieso nie im Raum. Aber ich glaube, wenn es jetzt nicht gerade Thais wäre, sondern jemand anders, dann würde ich mich definitiv schon vorher outen wollen, weil das Tanzen sehr schnell als Anbahnung für Sex gesehen werden kann. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, einmal klarzumachen, ja, mag bei dir so ankommen, aber da sind wir auf unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs. Coming Out ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her, deswegen bin ich noch ganz, man nennt es immer Baby Ace, also ich bin noch ganz frisch in der Community drin. Der Austausch mit anderen asexuellen Menschen macht erstens total viel Spaß, sich manchmal auch einfach in Anführungsstrichen ein bisschen lustig zu machen über die allonormative Welt, also allo ist das Gegenteil von asexuell. Aber es hilft natürlich auch, wenn man traurig ist oder verletzt ist von irgendwas, sich darüber einfach aufzuregen und mit Menschen zu sprechen, die die Erfahrung nachvollziehen können. Wir treffen jetzt zwei Personen aus meiner Community, aus der Ace-Community, die ich vorher noch nie gesehen habe. Wir haben uns bisher nur online gesehen. Ich glaube, es ist jetzt ganz cool, sich mal mit Leuten auszutauschen, die gleiche Erfahrung wie ich gemacht haben, mal vor allem so im Real Life. Bin total gespannt, die kennenzulernen. Darf ich dich umarmen? Ja. Hi. Schön, dass ihr da seid. Für euch ist das jetzt nicht das erste Mal, mal Ace-Personen im Leben kennenzulernen, ne? Nee. Wart ihr schon mal zusammen auf dem Stammtisch gleichzeitig, oder? Ja, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Also Ace-People und Kuchen sind ja a thing, ne? Ja, auf jeden Fall. Es gab mal so eine Umfrage in der Ace-Community, was würdet ihr lieber machen als Sex? Da wurde, glaube ich, auf Top 1 gewählt, Kuchen essen oder einfach essen allgemein. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich funny, dass wir jetzt hier Kuchen essen. Ich habe tatsächlich ein T-Shirt, wo das auch draufsteht. Ich habe auch ein Shirt, auf dem steht, it's not that you're not hot, it's just that I don't care. Und ich so, Mut. Also wenn man einmal beginnt, sich damit zu beschäftigen, realisiert man erst, wie krass man da so reinpasst und denkt so, ah ja, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr asexuell, verdammt. Ja, vor allem auch, wenn man über vergangene Sachen nachdenkt, machen die auf einmal Sinn. So. Meine beste Freundin sagt dann auch mal so, Julia, wenn du dich fragst, was sexuelle Anziehung ist, dann hast du sie vermutlich nicht. Also mir bedeutet es richtig viel, diese Community gefunden zu haben, weil ich glaube, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man zufälligerweise andere Ace-People trifft. Und für mich ist es einfach auch ein Raum, wo ich dann irgendwie mit Menschen sprechen kann, wo ich den Eindruck habe,
Wir sind alle gleich. Es gibt mir auch irgendwie so das Gefühl, dazuzugehören. Vorher war es immer diese Frage, okay, was ist falsch mit mir? Und jetzt merke ich halt überhaupt nichts. Die meisten kennen einfach Asexualität als sexuelle Orientierung nicht. Und wenn sie mir das dann absprechen, ist es für mich schon so ein Zeichen, sie akzeptieren mich nicht so, wie ich bin. Wir sind alle Mitte 20 und werden uns genug damit beschäftigt haben, um zu wissen, ob wir asexuell sind oder nicht. Und wenn sich dann jemand mir gegenüber äußert, aber du musst erstmal den richtigen finden oder keine Ahnung, irgendwelche anderen komischen Argumente vorher vorbringen, dann denke ich mir, okay, du hast den Punkt nicht verstanden. Du hast mich nicht verstanden. Mir wird regelmäßig gesagt, dass meine Erfahrung nicht valide ist, dass ich mal Hormone checken lassen soll, dass ich ein Trauma habe, dass ich in Therapie gehöre, dass mein Leben doch nicht lebenswert sein kann, wenn ich keine Sexualität habe, dass ich PartnerInnen doch gar nichts zu bieten habe. Und das sind natürlich schon Schläge ins Gesicht. Mein Körper ist ja nicht das Einzige, was ich zu bieten habe in einer Beziehung. Und ich reagiere auch gerne mal darauf, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel mit einer heterosexuellen Person spreche, naja, und woher weißt du, dass du dich nicht von Frauen angezogen fühlst, wenn ich jetzt mit einer Frau spreche? Du weißt ja auch, dass du heterosexuell bist, ohne dass du mal Sex mit einer Frau hattest. Und genauso ist es bei mir. Ich weiß auch so, dass es mir nicht gefällt. Ich kann einen Menschen total schön und auch attraktiv finden, aber es macht halt nichts mit mir. Also es führt nicht dazu, dass ich dann sage, boah, mit der Person will ich jetzt Sex haben. Sondern ich gucke die halt an und denke so, oh, die sieht gut aus. Ich habe mal den Vergleich gehört wie mit einem Gemälde. Also wenn man ein Bild sieht, dann sagt man ja auch, das sieht richtig schön aus, aber das würde man jetzt auch nicht wegrammeln wollen, das Bild. Also manche vielleicht schon, aber die meisten würde ich sagen eher nicht. Also so kann man es vielleicht vergleichen. Ihr hattet ja vorhin gesagt, ihr seid ja auch schon mal zusammen beim Stammtisch gewesen. Also ich hätte total Bock, mal mitzukommen. Habt ihr irgendwie Bock, dass wir uns mal irgendwie einfach vorher treffen und dann vielleicht zusammen mal hingehen? Können wir gerne machen. Schön, mich getroffen zu haben. Ja, komm gut nach Hause. Danke, dass ihr hier wart. Also, mir hat es total viel Spaß gemacht, heute die beiden kennenzulernen. Ich finde, wir haben uns so gut ergänzt, haben immer wieder Erfahrungen geteilt, die ich mit anderen vielleicht gar nicht teilen kann. Und ja, ich bin total glücklich gerade, dass ich die beiden kennenlernen durfte und dass das irgendwie zustande gekommen ist und freue mich darauf, dann auch andere Leute kennenzulernen. Wenn ich eine Partnerschaft wieder eingehen würde, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass Sexualität keine große Rolle spielt. Ich würde gar nicht sofort ausschließen, dass sie gar nicht stattfindet, aber für mich wäre wichtig, dass eine Person ist, die versteht, dass es ein Vielleicht ist, eine Option, wo man sich vielleicht zusammen hinarbeiten kann, aber dass es eigentlich unwichtig ist für die Beziehung. Und ich glaube, ich stelle mir alles andere eigentlich so vor, wie vielleicht viele andere auch. Also einfach gemeinsame Aktivitäten, emotionale Nähe zu haben, auch zu kuscheln, zu küssen. Nichts ist ja ausgeschlossen. Abgesehen von mir wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass das Thema einfach viel bekannter wird und dass es keinen Menschen mehr in der Zukunft geben muss, der sich zu Dingen zwingt, die man nicht machen möchte, sondern dass einfach alle Menschen verstehen, keinen Sex zu wollen ist eine Option und sich nicht angezogen zu fühlen auf der Ebene ist auch eine völlig normale Option. Es ist einfach nur eine Varianz der Norm, dass somit kein Mensch mehr rumlaufen muss und denken muss, ich bin falsch. I'm so sorry for your loss.